So, und da sind wir wieder. Und dann machen wir auch gleich hier mal einen auf Vollgas. Wir müssen jetzt anscheinend da runter. Leon, Helena, bitte komm. Wenn Sherrys Infos stimmen, sollte Simmons direkt voraus sein. Passen Sie auf. Hannigan Ende. Jo, klar, ich kick hier gleich mal die Kisten um, um wieder Money zu kriegen. Was ist denn hier eigentlich? Jetzt liegt es an dir, Chris. Okay. Gibt's hier noch was zu holen? Da ist noch eine. Da ist eine Tür. Und... Leon, sind wir wirklich damit einverstanden? Unser Ziel ist Simmons. Er war's schon immer. Wollen Sie, dass wir nicht gefolgt sind? Um Ada kümmern wir uns später. Jetzt geht es einzig und allein um Simmons. So. In Ordnung. Holen wir uns den Schweinehund. Wir tanken mal alles auf, was wir haben. Und nehmen aber erstmal die Schrotflinte und weiter geht's. So. Hier draußen wieder irgendwo noch Kisten. Kann nie genug Munition kriegen. Da geht's nicht drüber. Roger. Mach auf die Tür! Bloodshot. Wenn Sie einen Bloodshot in die Knie zwingen, wird er seinen Schwachpunkt offenbaren. Okay. Die Brust. Das Herz. Simmons! Oh, das kommt aber unerwartet. Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein, aufhören! Feuer einstellen! Die beiden da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay, okay. Geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zur Tür schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil Sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Warnen Sie die Männer draußen. Sie hat mich erwischt. Nicht schlecht. Na los! Na toll, und wird auch noch zum Zombie, ja klar. Gegen den normalen Fuzzi können wir ja nicht kämpfen. Ja, oh, ein bisschen Zug-Action angesagt, oder was? So, Ladevorgang läuft. Benommene Gegner, ein erfolgreicher Angriff gegen die Kopfhörer des Gegners wird diesen derart benommen machen, dass sie einen Wurfangriff ausführen können. Simmons!
Kommen Sie zurück! Er darf nicht entkommen! Wird er nicht. Wir beenden das jetzt. Je nachdem, wie verseucht die U-Bahn jetzt wieder ist. Irgendwas springt mir doch da sicher entgegen. Oh, was schnappst du denn so? Wir kriegen sie, Simmons. Oh, da lag ja noch Muni. Es wird Zeit, dass sie für ihre Taten büßen. Hä? Wieso kann ich die Kräuter nicht aufheben? Was soll denn der Scheiß jetzt? Kann ich den? Wegwerfen. So, sehr schön. Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Auch wenn sie mir noch nicht heilen können, aber sobald das Heilspray weg ist und wieder was Grünes kommt, gleich mixen und dann habe ich ein schönes Sixpack. Ah, hier. Roger. Komm her, der Geist hat da oben rum. Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Zuerst haben Sie Angst, aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Geben Sie auf, Simmons! Das Spiel ist aus. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft? Welche Frau? Die Verräterin Ada Wong. Wer weiß, was sie noch vorhat. Ein anderes Team sucht sie. Sie aber, Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was Sie wollen? Sie Narren. Hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Egal wie viele dabei sterben? Jemand musste ihn stoppen! Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun? Abknallen, abknallen! Die warten lieber, bis er mutiert! Das kapiere ich nicht, aber naja. Yo, putziges kleines Tierchen! Solange wir noch können. Sie sollen verdammt sein. Alle beide. Ich erledige sie mit bloßen Händen. Na? Da noch mal zurückgehen, da war doch irgendwo noch Muni. Wäre ja schade drum. Leon, helfen Sie mir! Ich glaube, ich komme da rauf. Er ist zu schnell. Wir müssen von zwei Seiten angreifen. Roger! Okay. Das heißt, ich muss hier auch irgendwo raufkommen.
okay? Helena, helfen Sie mir! Roger! Ach, da hat er es aufgerissen. Ja, und jetzt kommt sie und hilft mir, oder? Ja, toll, jetzt habe ich sie raufgeschmissen. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Da hinten habe ich sie raufgeworfen. Mist, verschlossen. Okay. Auch verschlossen. Ja, und wie komme ich jetzt darauf? Meine Güte, klar. Wo ist er denn, der Dicke? Ah, ja, was flackt denn da alles rum? Glaubst doch nur du. Netzer. Komm raus, Meister! Alte, geh mir aus dem Weg! So, sehr schön. Kommt er jetzt von da hinten? Sie sind Insekten. Verängstigt und schwach. Ja, komm her. Wir noch mal dahinter. Da flackt noch die Muni. Da nicht so sicher. Leon, alles okay? Das muss Einbildung sein. Leon, bleib da! Er will zu ihm!
warten! Leon, hier rüber! Oh, Gott sei Dank. Ich war gerade nicht mal ansatzweise bei der X-Taste. Alter! Was denn du bist für eine perverse Mutation? Ach, der. Wow, Meister! Jo, nee, ist klar. Ah, jetzt. Du zaher Bastard, du. Wird Stabilität zurückerlangen. Und Kebazi. Uiuiui, da geht's rund, hey! Puh, ja, das wird mal wieder eine längere Folge. Und der Speicher, Gott sei Dank einmal. Jetzt warten wir noch ab, ob eine Videosequenz kommt oder ob wir, Team an HQ, bitte komm. Wir bringen die Zivilisten in Tachi in Sicherheit. Ja, alles klar. Ist mir wurscht. Ich mache hier jetzt einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Medaso. Pfiat euch. Sie, ordnen Sie sich ein.